Hey, 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 hier sind wir auch schon wieder zu einer weiteren Folge auf dem 9.3 Testserver. Erster öffentlicher Test hier. Wir sind wieder hier, Standard Crew. Ja, ich bin wieder dabei. Hallo. Ja, und dieses Mal machen wir weiter mit dem RU-251. Auch ein leichter Panzer, der hinzugefügt wird. Auf T8 kommen nach dem Aufklärer Panzer Panther. Heißt doch so das Ding. Denkt man Ja, schon. so heißt er. Ja, und das ist ein nettes kleines Ding. Top Speed 80 erreicht es jetzt nicht, aber ist trotzdem ganz übel. Panzerung fehlt dem Teil halt, also wenn da die Gegner mit HE schießen, dann ist das schon etwas übel, aber wir reden jetzt hier nicht so viel drumrum, sondern springen direkt in ein Gefecht rein. Und ja, da sind wir jetzt auch in einem Gefecht mit dem RU-251 des RU. Ich denke ständig, das ist ein Russenpanzer, weil das RU so an Russen erinnert. Ja. Aber was ich ja interessant finde, ist hier irgendwie mehr EUs unterwegs sind. Auf früheren Testservern war das nicht so, aber wenn ich in unser Team schaue, sind da ziemlich viele EUs dabei. Im gegnerischen Team sind wir mehr RUs dabei, aber naja. Es sind halt allgemeine Server auch nicht so nur EU-Only-Server oder NA-Only. Das hier ist ein Server für alle Nationen. Gut, der Panzer hier, wenig Panzerung, mega Kanone, einfach nur. Kannst du ja mal erwähnen hier. Ja, die Nachladezeit ist ziemlich brutal bei dem Schaden. Ja, 240 Schaden, 190 Durchschlag, das ist mit der höchste Durchschlag hier. Und auch der, ja, nicht der höchste Schaden, aber der Schaden im Vergleich, zusammen mit diesem Durchschlag und dieser Nachladezeit macht das eigentlich mit zur besten Kanone auf dieser Stufe hier. Die Grundgeschwindigkeit stimmt auch, also. Ja, der ist schon ganz wendig, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Drehen geht auch. Gun Depression ist jetzt auch nicht so schlimm wie bei den. Ja. Sie ist, glaube ich, ein bisschen besser als bei den Russenpanzern, aber naja. Hier kommt irgendwie nichts. Ich versuche mal weiter fortzufahren. Sichtweite 400 Meter ist auch ganz schön. Ich habe noch ein Spiegeloptik drauf. Hier scheint nichts zu sein, die sind alle auf der anderen Seite. Ja, die letzten berühmten Worte hier und dann Flatsch weg, ist er von hier Ja, man kann gesehen. natürlich nie riechen, ob da irgendwelche Basecamper rumgammeln. Alter, der Speed ist einfach nur Da geil. ist zum Beispiel ein 80. L4. Scheiße. Das habe ich zu spät gesehen. La la la, ich schieße immer. La la la, er trifft mich nicht. Das war gerade ziemlich mies. Ich geb's zu. Da fahre ich da runter. Ich habe noch auf die Bremse gedrückt, aber es hat nichts gebracht. Der hat sowas von keine Chance. Ja, ach, ich von hinten. Und dann wird dieser Feuerrad einfach Du so. kommst da nicht hoch. Doch, doch, ich komme schon hoch. So, jetzt ist mein Turmring zwar beschädigt, aber das soll mir Ich habe so ist ein nicht so bisschen schlimm Evan. sein. Evan. Was? Evan. Ja, ist Was ist egal. los? Effektiv habe ich es gemacht, Mensch. Also echt hier. So noch in die Sprachschule. Jetzt kann es wohl nicht hier ankommen. So, die holen wir jetzt von hinten. Kann man die hier absnipern? Schaut der FV gerade in unsere Richtung? Die Genauigkeit ist schon ganz übel. Okay, in einem E3 kann ich jetzt nicht so viel machen. Oh, da hinten jagt man sein. Ja, Jagdpanzer R100. Kann man nicht treffen. Der RU wurde da gerade geemerald. Ja, aber Snipern, dazu ist der Panzer jetzt nicht geeignet. Wir fahren da direkt mal runter. Hinten STB1. Oh, da ist noch ein E3 und ein BT. Mal schauen, aber direkt vorbeifahren ist jetzt ein wenig blöd. Denn da ist halt noch so ein WT. Mal schauen, inwieweit wir jetzt zirkeln können, dass sie uns nicht treffen. So, also da rein rushen ist jetzt blöd, weil sie gerade in unsere Richtung schauen. Ja, das ist.
Oben auf dem Berg gammeln aber auch ein paar rum. Jagdpanzer R100, der kann uns jetzt nicht treffen, der SCB-1 Super, kommt. lässt er mich gegen den Stein auflaufen. Das war Ganz jetzt nicht die großes. Taktik. Wollte mich gerade aufregen, dass du da einfach so kommst. Ja, ich steuere direkt auf den Stein zu, was soll ich denn machen? Okay, wir scheinen hier ein wenig zu verlieren. Das soll aber nicht so schlimm sein. Scheiße, der STB-1 schießt mich ab. Ich weiß nicht, ich kann ihn hier nicht treffen. Hast du Gut, jetzt repariert? bin ich in. Ja, ich bin repariert. Hm, kann man nicht wie. Kann man nicht treffen. Der WT da soll aushalten. Ich meine, wenn sie kommen würden, einer nach dem anderen, wir von hinten drauf, aber die haben sich da hinten so gut eingebunkert, da kann man eigentlich jetzt nicht so viel machen, glaube ich. Da ein Foch. Da Ja, vorne. gegen den kann man nichts machen. Ja, von der Seite, aber der ist halt auch ziemlich schnell und wendig. Ja, das ist das Problem. Wenn der Foch kommt, dann können wir von hier von der Seite reinwirken, kann man mit hier rüber. Wenn die den WT da holen, dann können wir hier mitwirken. Oder wo fährst du jetzt hin? Er zieht hier rüber. Das Problem ist, jetzt kommt da noch was von hinten. Hier wird jetzt wohl nichts kommen. Müssen wir uns halt den Leopard holen, das ist auch nicht so schlimm. Ja. Er wird sich als erstes mich holen. Oder auch nicht. Nämlich, alles ist doch. Alter, mit der Turmdrehung Ah, ist jetzt das bin ich echt nicht so tot. toll. Der Foch hat mich abgeschossen. Ja, der wäre sogar tot gewesen, hätte ich jetzt nicht so dämlich daneben geschossen, aber mit so einem kaputten Turm ist das dann doch ein wenig blöd. Okay, der Ja, WT. ging ja eigentlich das Gefecht hier, also. Ja, also der Panzer ist schon ganz schnell, das hat man schon schön gesehen. Auch durch den Sumpf da, die Wendigkeit passt auch. Also, das ist eigentlich mit der Panzer hier von der Stufe 8, der mir mit am besten gefällt. Panzerung ist halt nicht so toll. Aber da kann man jetzt auch nichts machen. Und da platzt der WT gleich. Oh, hat er vorbeigeschossen. Und Plop. da ist er tot. Ja, das war das Gefecht hier mit dem RU251. Mein persönlicher Favorit im Moment, wird aber vermutlich alles noch genervt. Ich meine, die Kanone, das ist ja absolut kranker Scheiß. Das Ding. Ja. Mit der Nachladezeit. Ja, T-54 Lightweight hat halt mehr Panzerung, aber ich denke, der Deutsche ist sogar noch ein Stück schneller. Und naja, da ist mir die Panzerung dann auch egal. Denn die bringt jetzt bei einem leichten Panzer jetzt nicht gerade so viel. Ja, das zeigt sich dann alles erst auf dem normalen Server, also ja. Ja, aber der Deutsche mit meinem Favorit, wenn ich ihn mir holen würde, müsste ich allerdings erstmal wieder die ganzen deutschen Lights da mir ziehen. Hier VK 2801, Aufklärer, Panther und dann habe ich nur erst. Erfahrung braucht man, um den zu bekommen. 92.000. Ah, das ist schon ein Haufen. Für einen Aufklärer Panther, den müsste ich mir auch noch holen. 43.000. Es wird ein Weg bis dahin, aber der Panzer ist es dann wert, wenn er wirklich dann noch so stark bleibt, was ich jetzt im Moment nicht so sagen kann. Naja, dann soll es das für diese Folge hier gewesen sein. Ich hoffe, wir haben euch ja ein wenig gezeigt, wie der Panzer hier so ist und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit dem T-37. Yep. Bis dahin verabschieden wir uns hier. Ich sag Tschüss. Tschüss.